Ah, ja, ist Minecraft, ne? Minecraft hat Blöcke. Und kräftig. Ja, ist Minecraft, ne? What? Hallo zusammen! Hier ist wieder der Sarge, euer Reiseführer durch Creativerse. Ja, die Scheiben sind immer noch milchig, aber unser Haus ist hier schon ein bisschen ausgebaut. So, und wir stellen einen weiteren Teleporter auf, in der Hoffnung, dass das alles so funzt, wie wir uns das vorstellen. Zack! Da machen wir gleich ein Schildchen hin. Und da schreiben wir hin Keller. So, und da machen wir rein. Was haben wir denn da drin? Genau. Da machen wir, im Keller haben wir natürlich Dark Canyon Stone. Zack. So, und dann begeben wir uns in den Keller, zu dem es keinen Zugang gibt. Aber den brauchen wir auch nicht. So. Das machen wir wieder zu. Und dann machen wir hier unseren Teleporter hin. Und machen das so. So, und raus kommen wir wieder so. Und jetzt schauen wir mal, ob wir so in den Keller kommen. Tada! Und jetzt möchte ich noch was probieren. Wenn ich hier jetzt auch noch das reinmache. Und oben auch das. Ob es dann immer noch funktioniert. Und auch zurück. Perfekt. Hervorragend. Das stimmt doch was nicht. This portal code teleports to Sumpf. Okay. Was ist das denn für ein komischer Block? Mensch, hier werden immer so schöne Blöcke angezeigt, die ich alle noch nicht bauen kann. So, wir kommen hier auf jeden Fall in den Sumpf. So, wo ist jetzt hier der... Da ist der Teleporter. Und hat welchen Code? Okay, der hat... Okay, das nehmen wir mal... Gras. Okay, was können wir denn da nehmen? Nehmen wir... Gras. Ja gut, Gras ist okay. Nehmen wir Gras. Okay, this portal code... Gras. Halt. Wo wir schon gerade da sind, können wir eigentlich noch ein bisschen Holz mitnehmen. Holz kann man immer brauchen und dann nehmen wir uns natürlich noch so ein Ding mit hier. Und gehen da mal durch. Und dann müsste das auch funktionieren mit hin und her. Warum auch nicht? Eigentlich unnötig. Es reicht ja, wenn ich einfach per Teleporter so.
Gut, Sumpf. Alter, schon wieder so ein geiler Block. Aber ich glaube, den kann ich bauen. Ja, ich werde irgendwann, wie gesagt, ein bisschen Teppich in die Butze und ein paar schöne Wände. Einen Turm möchte ich noch bauen. Okay, also das scheint schon mal zu funktionieren. Ab geht's zurück. Oh, das gefällt mir gut. Ja, mein Projekt mit der Kathedrale habe ich dann doch eingestellt. Vielleicht kommt es noch später. Oh. Gut. Genau, und den nächsten Teleporter baue ich direkt unten in der Lava an. Ich habe ja noch zwei. So. Lava. Hölle. Ah ne, Hölle geht, mit dem Öl geht natürlich nicht. Dann lassen wir es so und da packen wir direkt mal. Da packen wir direkt mal die. Die Dinger rein. Genau. Portal to, Portal to. Und dann geht's ab. Na. Ja, ich muss das Loch irgendwie vergrößern. Ich glaube, jetzt muss ich eine Runde boxen. Da haben wir es schon. Danke. Ah, na, Freundchen. Das Begrüßungskomitee. Wohl nicht gut genug ausgeleuchtet hier. Wer weiß. Au. Au. Okay. Ich würde sagen, hier können wir den Teleporter hinstellen. Mach ich mal. Zack. So, und da machen wir auch das so rein. Und jetzt müsste das eigentlich wirken. Zack. Genau. Und zack. Und zack. Perfekt. Perfekt, würde ich sagen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt nehme ich auch mal hier die Wand weg. Das ist ja wirklich. Eigentlich brauche ich da keine Wand. So. Freedom. Genau. Damit haben wir die Teleporter soweit geknackt. Ich werde dazu noch ein kurzes Tutorial machen, weil es ist einfach, es ist wirklich einfach. Es ist einfach einfach. Und irgendwie glaube ich, den Kellerzugang werde ich da tatsächlich doch lieber hier irgendwie hinmachen. Keller. Keller, den werde ich dahin machen. Weil Keller muss jetzt dahin. Ist egal. So. Ja, wir haben jetzt gerade
wieder Dead Grass gesammelt. Das müssen wir natürlich wieder platzieren. Sieht schon nicht schlecht aus, die Hütte soweit. Mit dem Holz da unter gefällt es mir eigentlich nicht. Mal gucken, was es da noch Schöneres gibt. So, das, die Dead Grass Fläche scheint wohl auch ein bisschen zu klein zu sein. Sehen wir dann. So. Man merkt deutlich, wie die Geschwindigkeit von dem Spiel abnimmt, je mehr unterschiedliche Blöcke man an den Start bringt. So. Dead Grass. Da haben wir auch noch einen Zugang. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wohin das führt. Eigentlich kann ich das Ding zumauern. Da ist es eigentlich. Eigentlich müsste ich es aber auch auffüllen, weil wenn es zugemauert ist, dann spawnen da Mobs und die machen wieder blöde Geräusche und das kann ich gar nicht ab. So, jetzt schauen wir noch mal aufs. Ah ja, ich brauche natürlich noch einen Teleporter fürs Dach. Genau. Fürs Dach. Den mache ich da am besten hier hin. Teleporter. Teleporter. So, Obsidian Slabs und 8 Stone Rods. Obsidian Slabs. Okay. Ich glaube, 4 Stück brauche ich davon, ne? So, machen wir natürlich so. Alter, und so. So, was war das noch? Ah ja, Magnetit. Magnetit haben wir bestimmt bei Blöcke. Halt. Magnetit. Das. Das. Okay, das kann wegmachen. Magnetit, da haben wir einen. Stein war doch hier auch. Nein, halt falsch. Stein haben wir woanders. Die Dinger haben wir hier gehabt. Stein ist nämlich in der Steinkiste. Hat schon alles seinen Zweck, was ich hier mache. So. Ach doch, 6. Okay, ja, Scheißdreck. Dann kann ich noch den Rest schnell sortieren, den ich hier in der Tasche habe. Sammelzeug. Das hier. Das hier. So, dann haben wir das. Zack, zack. Zack und zack. Dann haben wir Pflanzen.
Haben wir die Dinger? Ja, ich muss mehr Blätter einsammeln. Die sind aus quasi. So. Produkte. Zack und Glas. Das Ding. Okay, das kommt. Okay, das Chest ist voll. Wieso das? Gut, das Ding können wir wegschmeißen. So, so. Alles klar, dann wären wir soweit. D'accord. So. Bauen wir uns den Shit hier. Schön. Und weil das. Ah! Okay, das nehme ich schon ernst. Da werde ich mir jetzt noch ein paar Pflanzen holen, schnell. Zum Glück habe ich da drüben einen Wald. Genau, da war ich, glaube ich, gerade dabei, den rechten Teil wegzu. Machen. Als es dunkel wurde, habe ich aufgehört, das weiß ich noch. Komisch, dass mit so einem guten Handschuh das immer noch so lange dauert mit den Blättern. Ja, diese Pflanzen hier, diese Blumen, die möchte ich halt züchten. Aber irgendwie klappt das mit meinem Dach nicht. Ich glaube, es hat wirklich was mit Holz zu tun. Ich werde da einfach noch Holz mit rantun, damit es halt irgendwie lebt. Einfach ausprobieren, dann sieht man schon. Habe ich es, glaube ich, gleich geschafft. Au. Gut, dann hätten wir das Hässliche auch weg. Dann holen wir uns da vorne noch die Blume. Dankeschön. Da haben wir noch eine. Okay, dann eben nicht. So, also Teleporter aufstellen, machen wir da. Und da machen wir
Ist nicht das gleiche? Aha, ist nicht das gleiche. Okay, da habe ich fast einen Fehler gemacht. So und so. Und dann werden wir hier rauf gehen. Und so machen. Dann können wir das da eigentlich auch zumauern, ne? Also haben wir hier irgendwelche Blumen? Nein, warum nicht? Keine Ahnung. Es ist eine Farce. Es ist eine Farce. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dann brauche ich jetzt das hier alles nicht mehr. So. Ich brauche jetzt die Dinger hier. Ah ja, und Holz brauche ich natürlich auch. Steintreppen nicht. Steintreppen bitteschön. Und die Steintür. Okay. Okay, das hier muss Canyon-Dingend sein. Wegen der Optik. Wegen der Optik muss das sein. Das ist halt so Canyon Stone. Zack. Und vielleicht der. Gut, das ist der Rudy Canning Stone, okay. Wegen der Optik. So. Die Dinger brauche ich und den hole ich mir jetzt. I got you under my skin, baby. Ding, ding, ding. I got you. Wegen den hier. Oh, 3 Stück. Saugeil. Ja, die sind scheiß selten. Und immer wenn das da oben aufblinkt auf dem Radar, dann ist einer genau in der aufgeleuchteten Richtung zu finden. Ich weiß allerdings nicht, wie nah oder wie fern. Aber da hatte ich jetzt Glück, den habe ich mir gleich geschnappt. So, jetzt mache ich noch hier die Schose zu. Warum hier keine Kisten? Alter. Aua. Alter, ich hab Diamant an. Was willst du? Ich spuck dir ins... Ich spuck dich an und blende dich. So. So, hab dich. Ja, ich werde das einfach noch mal ein bisschen höher ausbauen.
Vielleicht liegt es daran. Ich habe keine Ahnung, warum das da einfach keine Kiste spawnt. Vielleicht ist es auch, weil unter diesem Lavastein dieser andere Stein nicht ist. Das muss ich noch rausfinden. Oder es spawnen einfach keine Kisten in meiner Welt. Das glaube ich mittlerweile. Ist der Raum immer noch zu klein? Das kann ja sein. Ich werde ihn auch später noch ein bisschen vergrößern, weil ich brauche die Kisten. Ich brauche wirklich die Kisten. Nach dort kann ich nicht mehr weiter erweitern. Ich muss wirklich nach links gehen. Wobei ich sagen muss, hier um die Tür herum sollte ich vielleicht... Egal, das ist alles nicht so wild. Ja, jetzt haben wir hier jede Menge Teleporter. Und damit möchte ich auch diese Folge beenden. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.